Ist das der dümmste Fußballspieler jemals? Wang Shenshao spielte 2018 im Freundschaftsspiel China gegen Myanmar und in der 61. Minute wurde er eingewechselt. Doch dann passierte das Unglaubliche. Er kam auf das Spielfeld und zog etwas aus seinem Stutzen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, wie er eine Halskette aus den Socken zog und diese über seinen Kopf legte. Und er trug diese dann für die restlichen 30 Spielminuten. Warum er das machte, ich habe keine Ahnung. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das wert war. Denn sofort nach dem Spiel bekam er eine Strafe von $3.000. Wahrscheinlich höher als der Preis der Halskette. Und noch viel schlimmer, er bekam ein Jahr Spielverbot.